Der Vorteil dieses Formates ist, dass wir wirklich auch Menschen aus der ganzen Republik, aber teilweise auch aus dem Ausland jetzt heute begrüßen dürfen. Ich denke, bei einem Infotag in Präsenz würden vielleicht Leute nicht von so weit her anreisen. Herzlich willkommen zu unserem Infotag an der KU. Am vergangenen Samstag konnten Studieninteressierte die KU kennenlernen. Wegen der Corona-Situation auch in diesem Jahr wieder vollständig online. Normalerweise ist das ein klassischer Tag der offenen Tür am Campus mit Infoständen, mit Vorträgen in den Seminarräumen, Vorlesungsräumen. Das ist natürlich schade, dass wir jetzt diesen Infotag nur virtuell durchführen können und hier nicht am Campus. Aber es hat auch den Vorteil, dass eben Menschen wirklich auch von ganz weit weg jetzt daran teilnehmen, die vielleicht nicht extra dafür nach Eichstätt gefahren wären. Über 50 Präsentationen und Live-Chats. Die virtuelle Auswahl ist groß, genauso wie das Interesse. Zusammengerechnet über 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nutzten die Veranstaltungen, um ihre Fragen zu stellen. Nicht nur an Dozierende, sondern auch an Studierende der KU. Wie bei der virtuellen Tour über den Unicampus in Eichstätt und Ingolstadt. Kommen viele Studentinnen aus anderen Bundesländern? Wenn du dich am Campus hier umschaust, es kommen einige aus der Region, aber auch ganz viele aus anderen Bundesländern. Ich persönlich komme aus Nürnberg, also aus dem schönen Frankenland. Auch die Studierendenberatung stand mit Vorträgen und Fragerunden den ganzen Tag über zur Verfügung. Ja, es war gut was los bei uns im Chat. Also wir hatten teilweise so um die 50, 60 Leute drin, die Fragen gestellt haben. Und es hat echt Spaß gemacht, weil es so vielfältig war und weil wir auch miteinander so irgendwie über diese Zoom-Räume so gut arbeiten konnten. Dass das alles reibungslos ablief, dafür sorgten rund 130 Mitwirkende vor und hinter den Kulissen. Der Leiter der Hochschulkommunikation, Dr. Christian Klenk, zieht ein positives Fazit. Wir haben das ja jetzt schon zum zweiten Mal, dieses Format. Auch letztes Jahr mussten wir ja schon sehr kurzfristig auf dieses digitale Format umschwenken. Und ich glaube, wir haben da letztes Jahr schon gute Erfahrungen gesammelt und es dieses Jahr nochmal perfektioniert. Es sind gerade schwierige Situationen und das Studium unter ganz besonderen Bedingungen. Trotzdem sage ich allen Mut zu, sich ja jetzt für ein Studium auch zu begeistern und eines für den Herbst anzustreben. Wir hoffen ja alle sehr, dass es dann zum Beginn des Wintersemesters wieder langsam normale Bedingungen gibt und dann auch wieder ein Studium hier an unserem schönen Campus in Eichstätt und in Ingolstadt möglich ist.